Ja, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Trotzdem versuche ich natürlich hier eine Analyse für euch rauszuhauen. Und ja, am Ende verliert der 1. FC Köln in Leipzig mit 6:0. Ja, ihr habt richtig gehört. 6:0 verliert der 1. FC Köln, die letzte Woche noch Leidenschaft hatten, die letzte Woche noch Kampf hatten, die letzte Woche noch ein Spiel gewinnen wollten und die letzte Woche einen Derby-Sieg geholt haben mit 3:1. Genau, die Mannschaft hat 6:0 gegen Leipzig verloren. Und man muss auch ganz klar sagen, absolut verdient 6:0 gegen Leipzig verloren. Und aber wir fangen erstmal an von Beginn an. Wie gesagt, die gesamte Aufstellung war eigentlich genau die, die auch gegen Gladbach gespielt hat. Und da habe ich auch noch im Stream gesagt, kann ich absolut mit leben. Denn wie gesagt, die hat mich auch überzeugt, hat auch gute Leistung gebracht. Warum denn nicht? Ne? So. Ja, und so ging es dann auch rein. Und klar, war auch direkt von Beginn an klar, Leipzig wird das Spiel machen. Das war auch mir bewusst, muss ich ganz klar sagen. Aber ja, was mir nicht bewusst war, ist, dass wir auch wirklich wenig bis gar nichts vorne zu suchen haben. Also wir haben ja wirklich wenig bis gar nichts gemacht, wenn man überlegt, wir hatten einen Eckball und das auch über das gesamte Spiel gesehen, einen Eckball. Ich glaube, Leipzig hatte am Ende 10 Eckbälle. Ja, Ballbesitz, gut, war natürlich auch nicht mehr, was der FC hatte. Da war natürlich Leipzig auch klar besser. Ich meine, das habe ich auch erwartet, dass Leipzig das Spiel macht. Was ich nicht erwartet habe, ist, dass in der 15. Spielminute schon das 1:0 fällt. Denn, und wie das fällt, das ist halt auch wieder so, wo ich denke, boah, Leute. Ne? Also ich meine, Elfmeter, klar, bittere Geschichte, gar keine Frage, aber auch ein Teilschuld von Marvin Schwäbe. Und zwar, Marvin Schwäbe spielt den Ball zu Erik Martel. Eigentlich müsste er sehen, dass Erik Martel mit drei Mann oder von drei Gegenspielern ja da ordentlich im Griff gehalten wird. Trotzdem landet der Ball bei Martel. Martel verliert natürlich überraschenderweise den Ball, weil er natürlich hinten keine Augen hat und Reden ist auch nicht so vorhanden auf dem Platz. Ja, auf jeden Fall verliert er dadurch den Ball, will den Ball natürlich zurückerobern, zieht dadurch den Leipziger runter und somit lässt er sich fallen und damit gab es Elfmeter. Timo Werner hat das gemacht in der 15. Spielminute, ist angetreten und hat natürlich verwandelt und somit hast du natürlich genau das erreicht, was Leipzig wollte und zwar, dass man Leipzig ins Spiel bringt mit einem 1:0, wunderbar. Aber was man dann sagen muss, Köln hat dann noch dagegen gehalten. Das hat man, muss man so sagen, denn bis zur 40. Spielminute blieb es bei diesem 1:0 und dann passiert das, was ich absolut, wirklich absolut nicht verstehen kann, ja, ich meine, dass Leipzig besser ist, dass Leipzig auch deutlich besser ist als der 1. FC Köln. Alles gut. Dass der FC nicht die überlegene Mannschaft ist, ist mir auch klar. Und dass wir heute hier vielleicht keine Punkte geholt hätten, das ist mir auch klar. Ja, ich habe auch nicht gegen Leipzig was ausgerechnet. Aber, dass du in der 40. Spielminute, 8 Minuten danach, mit sage und schreibe 4:0 zurückliegst. Das habe ich nicht erwartet. Und ganz ehrlich, das ist eigentlich meine Erwartungshaltung an den 1. FC Köln, dass wir nicht nach 8 Minuten 4:0 hinten liegen. Das, sorry, also, das verstehe ich einfach nicht. Ja, also, wenn du mal überlegst, 40. Spielminute Luis Openda, dann 43. Spielminute Marvin Schwäbe auch noch Eigentor, das war wiederum bitter, weil das genau gegen Pfosten und Marvin Schwäbe halt dann auch abgefälscht hat. So, aber trotzdem auch da Verteidigung nicht vorhanden und in der 48. Spielminute, also in der Nachspielzeit von der ersten Halbzeit, wieder Openda mit dem 4:0, wo wir einfach jedes Mal nicht verteidigt haben. So, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Dann gehst du 4:0 in die Pause, ja, wo das Spiel eigentlich schon längst rum ist. Eigentlich hättest du gar nicht mehr die zweite Halbzeit anpfeifen brauchen, weil ganz ehrlich, also der letzte, also es hat wirklich der allerletzte geglaubt, dass sie da noch was holen. Nämlich gar keiner. Also, sorry, das kann ich einfach überhaupt nicht, wie du da so aufgetreten bist. Das ist einfach nur peinlich und das ist einfach auch nicht erstligareif. So, die zweite Halbzeit, wo es dann auch gefühlt um nichts mehr ging, da haben dann manche gesagt, ja, guck mal, jetzt kommt der FC ja, oder zumindest, ne, Luca Waldschmidt hat dann auch noch einen Pfostenschuss, ich meine, der hat es auch irgendwie mit dem Pfosten, also weiß ich auch nicht, gegen Gladbach hat er auch schon den Pfosten getroffen. So, also, ne, so, dann werden die Köln-Spieler da hochgelobt. Ganz ehrlich, Leipzig ist 3, 4 Gänge runtergeschaltet, weil ganz ehrlich, die haben 4:0 geführt, was wollen die noch groß machen? So, und trotzdem bekommst du wieder in der 88. Spielminute, in der 90. auch noch das 5 und das 6:0 auf die Fresse. So, also,
Und dann, das Beste kommt ja erst noch. Das Beste kommt ja erst noch. Die Pointe fehlt nämlich noch. Und zwar Mathias Olesen wird 10 Minuten, oder ich weiß nicht, 70. Spielminute wird er eingewechselt. 80. fliegt er runter. Ja, wie geht das? Richtig. Zweimal gelbe Karte gesehen. Also, das ist echt, also das ist wirklich die Kirsche auf der Torte. Echt, wirklich. Muss man wirklich so sagen. Also, verstehe ich nicht. Wie gesagt, ich habe heute auch nicht erwartet, dass wir hier punkten. Nee, habe ich nicht. Aber ich habe eine, eigentlich habe ich eine Erwartungshaltung gehabt, dass wir kämpfen, dass wir versuchen, ja, vielleicht doch einen Punkt zu holen. Ich meine, Bochum hat es geschafft. Warum sollen wir es nicht schaffen? Ja, wir haben einen Derby-Sieg geholt. Wir waren die Geilsten auf Deutsch gesagt, ja. Und wir hatten eigentlich, weißt du, die Motivation war eigentlich zumindest bei mir und bei den Fans waren sie da, war sie da. Aber bei den Spielern, null, null, null. Also Zweikampfquote unterirdisch. Ja, also der FC war, das war einfach nicht gut. Das war einfach schlecht. Das war einfach schlecht. So, und deswegen gewinnt Leipzig absolut verdient mit 6:0. Und also ich weiß es echt nicht. Ich weiß auch nicht, wie wir jetzt, ich sehe es gerade, Kaiserslautern HSV spielt gerade noch. Kaiserslautern führt. So, ich weiß nicht, wie wir am Dienstag gegen die gewinnen wollen. Da fliegen wir sowas von schnell raus im DFB-Pokal. Da können wir schneller Halloween rufen, als wir gucken können. Ist so. Also, sorry. Mit der Leistung gewinnst du auch in der zweiten Liga keinen Blumentopf. Es ist einfach so. Also, ich weiß es nicht. Die Euphorie war wieder da nach dem Derby-Sieg. Hatte richtig wieder Lust und dachte, jawohl, komm jetzt. Ich meine, Leipzig ist schwer, aber wenn wir da einen guten Auftritt hinlegen, dann geht's auswärts nach Kaiserslautern dienstags an Halloween. So, und dann, wenn du da weiterkommst, dann geht's gegen Augsburg. Ein Heimspiel, 50.000 werden da sein. Ja, dann geht's wieder weiter, dann geht's wieder nach oben. Ja, von wegen. Ja, dann wirst du 6:0 gegen Leipzig abgeschlachtet. Und wenn du Pech hast, verlierst du mit so einer Leistung auch gegen Kaiserslautern. Da bin ich sowas von bei euch. Da würde ich Geld für wetten, dass wir da, so mit so einer Leistung auch gegen Kaiserslautern verlieren. Das ist einfach wieder absolut ernüchternd. Du hast dich so gefreut nach dem Derby-Sieg. Dachtest, boah, endlich, dir ist so viel abgefallen, so viel Frust, was du jetzt wieder hast, weil du 6:0 gegen Leipzig abgeschlachtet wirst und so, so auseinandergeschraubt wirst. Sorry, kann ich einfach nicht nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe selber auch nicht erwartet, dass wir hier jetzt gegen Leipzig irgendwie 3 Punkte holen oder einen Punkt. Ja, ich habe es eher gehofft, dass wir einen Punkt holen. Aber ich habe trotzdem eigentlich erwartet, dass wir eine Leistung absolvieren, dass wir wollen, dieses Spiel eben zu gewinnen oder zumal wenigstens einen Punkt zu holen, ja, aber da war ja gar nichts, das war einfach nichts, das war wieder ein blutleerer Auftritt, ja, Mathias Olesen, wie gesagt, hat die Krone wirklich absolut verdient, Spieler des Spiels, 10 Minuten auf dem Platz, gelb-rote Karte, auf Wiedersehen, das ist wirklich der Clown des Tages, muss man wirklich sagen, aber die anderen haben sich auch leider heute nicht mit Ruhm bekleckert, muss man leider so sagen. Wie gesagt, ich bin, wie ihr merkt, absolut bedient, mal wieder. Wie gesagt, gegen Gladbach war es mal schön, mal ein bisschen lächeln zu können. Aber heute muss man leider wieder mal heulen und kotzen zugleich. Schreibt unbedingt eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Aber ich glaube, es gibt nur heute eine Meinung. Ja, aber schreibt sie gerne trotzdem in die Kommentare. Wenn euch das Video irgendwie gefallen hat oder wenn ihr euch auch einfach so wie ich jetzt einfach mal auskotzen müsst, dann, wie gesagt, gerne in die Kommentare damit. Ja, und ich bin erstmal raus und wir sehen uns dann am Dienstag, wenn es dann heißt 1. FC Köln gegen den FC Kaiserslautern. Bis dahin, macht's gut, euer Niklas und ciao.